Tungdil Goldhand ist mit einer Gruppe voller Zwerge und seltsamer Schausteller aus der Stadt Minorfania oder so ähnlich, Mifordania, im Reich Vajorn, im geborgenen Land geflohen. Das Städtchen wurde von den Orks überrannt. Und ich entscheide mich tatsächlich dazu, jetzt hier mal über diese Landenge hier zu laufen. Gehe weiter. Am Abend nach eurer Flucht aus Mifordania erholt ihr euch an einem Lagerfeuer von den Strapazen. Goimgar verzieht sich in eine Ecke, Bavragur widmet sich seinem Alkohol und die Zwillinge holen ihren Zwergenkäse heraus. Namora und Furgas tauschen auf der anderen Seite des Feuers Zärtlichkeiten aus, während Rodario sich neben dir niederlässt. Ah, eine Reise mit echten Zwergen zur Festung der Ersten. Das kann ich bestimmt in mein neues Stück einbauen. Wisst ihr etwas von den Ersten? Von hier aus müssten wir den ersten großen Gebirgszug des Roten Gebirges überwinden und dann durchs Schneewehental zur Festung Osteisenwart kommen, wenn ich mich richtig an die Karten erinnere. Die Ersten hat seit hunderten Zyklen niemand mehr gesehen, aber es gibt viele Geschichten über sie. Ihre Handwerkskunst wird gepriesen und früher gab es Handel über eine schmale Straße, die ins Gebirge führt. Ich glaube aber nicht, dass es noch einen lebenden Menschen gibt, der diesen Weg je gegangen ist. Ich muss euch für eure Kunst loben. Ich finde es schwer zu glauben, dass es sich nicht um Magie handelt. Vielen Dank, aber ich versichere dir, es hat nichts mit Magie zu tun, nur Alchemie und vollendete Schauspielkunst. Die Zauberei überlassen wir den Magi. Lass uns in Ruhe mit denen. Andokai und ihr Eisenturm können mir gestohlen bleiben. Ihr habt Andokai die Stürmische getroffen? Das ist unglaublich. Wie war sie? Sie ist abgehauen ins jenseitige Land. Verdammte Schande! Andokai hatte ihre Gründe, uns zu verlassen. Sie hat bereits gegen Nord-Om gekämpft und konnte nichts ausrichten. Außerdem wären wir ohne sie nicht hier. Und sie hat uns von der Feuerklinge berichtet. Andokai, die Hoffnungsgeberin, das gefällt mir. Das muss ich in meinem neuen Stück benutzen. Seinen Worten folgend holt Rodario sein Notizbuch hervor und schreibt etwas nieder. Ob man denen wohl trauen kann? Wir sind weit genug von Mifordania entfernt. Vielleicht sollten sich unsere Wege morgen früh trennen. Sofort schießt Rodario hoch und fängt an, pompös zu gestikulieren. Ich glaube, ihr unterschätzt uns. Lasset mich uns erneut vorstellen. Ich bin der Unglaubliche. Wir haben keine Zeit, uns um eine Gruppe Gaukler zu kümmern. Rodario wirkt für einen Moment gekränkt, doch dann grinst er, wendet sich von der Gruppe ab und hebt seinen rechten Arm. Ein Flammenstrahl schießt aus seinem Ärmel hervor. Die Zwerge zucken zusammen und betrachten beeindruckt das Schauspiel, das nach wenigen Augenblicken wieder vorbei ist. Und was sagt ihr nun, Herr kritischer Zwerg? Du bist ein Magus. Die kann ich auch nicht sonderlich leiden. Im Kuriosum fällt Magie in meinen Aufgabenbereich. Unter seinem Arm ist ein Röhrchen mit einem Feuerstein und einem Beutel voll Bärlapsamen. Wenn man den Beutel drückt, sprüht der Feuerstein Funken und die Bärlapsamen schießen heraus. Schon hat man magisches Feuer. Meisterliche Arbeit, Furgas. Der Magister Technikus bedankt sich mit einem Kopfnicken. Wenn Sie alle solche Tricks auf Lager haben, sind Sie vielleicht gar keine Last, Tungdil. Die Frage ist, wie viel Bärlapsamen Sie dabei haben. Oder wie viel Proviant? Wie sieht es bei euch mit Proviant aus? Wir haben nicht genug. Das, was wir haben, teilen wir gerne mit euch. Es ist allerdings nicht viel. Wir mussten das meiste zurücklassen. Nahrung wird auf unserer Reise ein Problem sein. Der Winter zieht sich gerade erst aus Vajon zurück und wegen der Ork-Angriffe werden die Menschen ihre Vorräte beisammen halten. Wir müssen sparsam sein und so viel Nahrung organisieren, wie wir können. Es wäre keine besonders heroische Geschichte, wenn wir auf dem Weg zu den Ersten verhungern. Unsere Mission ist es, die legendäre Axt Feuerklinge zu schmieden und den Verräter Nord-On zu vernichten. Wenn ihr uns durch Hunger, Kälte und Gefahr begleiten wollt, tut das. Es ist eure Entscheidung. Wie könnten wir uns solch eine Geschichte entgehen lassen? Denkt nur, was für ein Stück wir daraus machen könnten. Wenn wir überleben. Ich wollte den Untergrund erst im Roten Gebirge verlassen.
Stattdessen haben wir eine lange Reise und einen gefährlichen Aufstieg vor uns. Außer der alten Handelsstraße könnte es noch einen anderen Weg geben. Vor einigen Jahren erzählte mir ein alter Mann aus dem Norden von einem Ort namens Wackenstein. Dort soll es einen alten Pfad geben, älter als selbst die Tunnel der Zwerge. Legenden und Geschichten. Für meinen Geschmack müssen wir uns mit zu vielen Ungewissheiten herumschlagen. Schauen wir, was die nächsten Tage bringen. Wackenstein. Jetzt hat sich aber was getan im Questlog. Die Reise zu den Ersten. Ihr habt in Mifordania, einer großen Stadt in Vajon, die von den Orks überrannt wurde, drei neue Begleiter bekommen. Den unglaublichen Rodario, den Magister Technicus Furgas und Namora, eine ungewöhnlich attraktive Menschenfrau. Gemeinsam mit ihnen sucht ihr einen Weg in den Westen, um zur Festung Eisenwart hoch im Roten Gebirge zu gelangen. Schön. Wackenstein, wo liegt denn Wackenstein? Sieht man ja gar nicht, man sieht es erst, wenn man kurz davor ist. Das ist doof, 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 doof. Ja, ich habe 402 Proviant. Wie viel waren es denn vorher? Aber 8 pro Tag gehen weg. Ja, Gott, also 400 durch 8 sind 50. Ich kann also mit den vorhandenen Proviantvorräten 50 Felder weit ziehen. Mal zählen. Mein Plan wäre eigentlich gewesen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wobei, das könnte Wackenstein sein, ja. 18, 19, 20, 21, 23. 24, 25, 26, 29, 30, also ich komme mit dem Proviant, den ich habe, auch wenn ich alles mitnehme, was geht, durchaus bis in Richtung Festungswall der Ersten. Wenn mir nicht irgendwann Proviant weggenommen wird, was ich mal nicht hoffe, das wäre gemein. Und es kann ja auch sein, dass es zwischendurch noch die Möglichkeit gibt, was zu kaufen. Wackenstein, also ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich jetzt hier durch will oder da oben durch. Also die Route sähe jetzt tatsächlich so aus. Hier der Orkhorde entgegen, da lang. Das hier mal wegmachen. Pfahlbach. Hier oben das mir anschauen. Dann hier zurück. Und dann Anleger. Ach, das ist bestimmt nur so eine Fährstation hier, weil das Anleger heißt. Aber trotzdem, da oben ist ja was. Hier ist das wahrscheinlich ein Gasthaus. Genau. Felsbach. Vom Gasthaus aus dann hier nochmal zum Fragezeichen. Seegrund. Das hier ist, was ist denn das da? Da ploppt nichts hoch. Felsbach. Das ist bestimmt irgendein befestigtes Dingensbummens. Ich würde eher Wackenstein oben machen. Na gut. Also dann werde ich mal gerade speichern und dann geht's hier weiter in Richtung Pfahlbach. Da-da-dam, dam-dam-dam-dam-dam, gehe nach Aale. So, heilen jetzt bitte eure Wunden eigentlich. Wo ist denn hier die Gruppe zu sehen? Tungdil hat eine Verletzung, das ist gleich weg. 2 ist auch nicht mehr lange. 0, 0. Und die anderen kann ich gar nicht steuern. Die machen bei dem Kämpfen auch nicht mit toll. Ach so, was sagt eigentlich die Beziehung aus? Ach, da habe ich ja... Ach doch, ich habe hier unten die Beziehungen. Wie sind denn die Beziehungen der Helden zu Schimmerbart? Das ist der einzige, zu dem es nicht angezeigt wird, erstaunlicherweise. Das ist Tungdil, der hat eine Beziehung zu Boendal. Boendil, das hier ist Bafragor, das ist Rodario, das ist... Nochmal Bafragor, das verstehe ich nicht. Oder ist der zweite Bafragor Goimgar? Oder ist der zweite Bafragor vielleicht eher da? Weil sie so. Ach, das ist komisch. Bafragor, du bist doppelt. Kleine Verletzung weg. Soll ich die Orkhorde angreifen? Dann gibt's Beute. Attacke?
Dir steigt der mittlerweile nur allzu bekannte Gestank von Talg und Fett in die Nase. Du weißt, was das bedeutet. Das bedeutet, die Helden haben einen neuen Kampf vor sich. 2315 Gold wollen unter die Leute gebracht werden demnächst mal. Ja. Ich ändere an der Aufstellung erstmal nichts weiter. Töte 50 Angreifer. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlimm. Boindil, dass du vorne stehst, gefällt mir nicht. Und jetzt? Boendal. Aber klar. Ja? Ist doch der deutlich gerüstetere. So gut wie erledigt. Ach, lauf doch mal aneinander vorbei. Wo sind denn die Orks überhaupt? Ey, sag mal, spinnt ihr? Hä? Geh doch mal ja, da lang. Und jetzt? Bin unterwegs. Ihr klebt aneinander wie die Kletten. Hä? Aber klar. Dahin. Ja? Dahin. So gut wie erledigt. Auseinander. Mensch. In Ordnung. Was denn? Oh, ein Theater. Wo sind denn die Orks? Hä? Die lassen doch sonst nicht auf sich warten. Ich höre sie, aber ich sehe keine. So gut wie erledigt. Da hinten. Boindil, wieso bist denn du so schnell? Du rennst immer nach vorne, das verstehe ich gar nicht. Oh, das ist ja ein Ork. Attacke. Ist das ein Ork? Das sieht gar nicht aus wie ein Ork. Das ist kein Ork, das ist was anderes. Glaube ich. Boendal, mein Lieber. Jawohl, einer weg. Zählt er als Angreifer? Er hat sich ja kaum gewehrt. Ja, die zählt als Angreifer. Das ist ihr Problem. Was ist? Das ist Pech für dich. Wo ist der Nächste? Jetzt verteilen die sich hier. Boendal. Ja? Fangen wir mal mit Tungdil an. Du hast hier einen. Die sind schnell, das ist das Problem. Was denn? Boendil. Gut. Aber schon 55. Sechs. Ist da einer? Da ist einer. Uiuiui. Was denn? Hier gerne. Hammer! Hat sich ja kaum gewehrt. Okay. Ich glaube, jetzt kommen hier die Gegner von da. Das sind klassische Orks. Hier kommt dein Ende. Wo ist der Nächste? Ja, da liegt ein Ork-Arm. Wenn ihr alleine kommt, habt ihr Pech. Hier gerne. Der Hammer! Hat sich ja kaum gewehrt. Hier kommt dein Ende. Wo ist der Nächste? Der ist weg. Das ist Pech für dich. Erledigt. Sehr gerne. Da bist du platt, wa? Was ist denn hier los? Auf wen hackst du hier ein? Ist doch gar keiner da. Aber bitte nicht auf deine Kollegen, ja? Bin unterwegs. Boindil, komm wieder zu dir. Alles ist gut. Ich gehe mal diesen Weg hier auf. Was ist das da für einer? Das ist wieder so ein dicker, ätzender. Aber 13 von 50 sind schon weg. So gut wie erledigt. Jetzt lasse ich euch erstmal hochheilen. Vor allen Dingen Vafragor. Die Orks sind ja so doof, mich anzugreifen. Oh,
Und weiter. Bin unterwegs. Und Rückzug. Ein Abraum. Lass die Orks kommen. Das ist Pech für dich. Hier gar nichts. Hammer. Hat sich ja kaum gewehrt. Hier kommt dein Ende. Hier gar nichts. Und weiter. Hier kommt dein Ende. Hier gar nichts. Hammer. Nicht so. Hier kommt dein Ende. Was war denn jetzt los? Zu einfach. Oh, Bafragor, der Dicke hat dich hier mit einem einzigen Schlag umgehauen, oder was? Na toll. Ja? Meine ganze Taktik bricht gerade in sich zusammen. Nochmal. Wuchtschlag. Der zählt auch nur als einer, richtig? Na, vermutlich. Buendal, wir brauchen dich. Attacke. Sehr gerne. Yeah. Und nochmal. Yeah. Wo ist der Nächste? Ja, der zählt als einer. Toll. Und ich habe Bafragor verloren. Oh Mann. Scheiße. Was ist? Sofort. Ja. Einer unterwegs. Was rollt denn da so? Weiß ich nicht. Auf die Wehr! Er hat sich ja kaum gewehrt. So gut wie erledigt. Angriff. Erledigt. Oh, das ist Pech für dich. Wo ist der Nächste? So, der muss noch weg. Sehr gerne. Der da. Oh, das ist Pech für dich. Abscheuliche Kreatur. Und jetzt hier, Boendal, du stehst günstig. Yeah. Nochmal. Yeah. Gut, Tungdeal. Hm? Zugreifen. Angriff. Hau drauf. Und alle Zwerge, die noch stehen. Sehr gerne. Er hat sich ja kaum gewehrt. Ah, er hat sich gewehrt. Du hast es nur nicht gemerkt. Du warst ja am Boden. Bin unterwegs. Die Hälfte habe ich. Da kommt einer. Oh, das ist Pech für dich. Wo ist der Nächste? Weg. Sehr gerne. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Er ist weg hier. Hier fällt dein Ende. Jawohl. Da sind Bogenschützen. Aber nicht mehr lange. Sehr gerne. Zu einfach. So. Tungdeal. Hm? Attacke? Was ist? Boendal. Attacke? Boendal, Attacke. 30. Boendal. Mach deinen Klingensturm. Mhm. Tungdeal. Schluss damit! Attacke? Ja? Boendal, Attacke. Hier kommt dein Ende. Was denn? Boendal, du bist fertig. Hossa! Yeah. Abscheuliche Kreatur. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Was ist? So, hier, weg. Oh, das ist Pech für dich. Und ihr beiden, den da. Mhm. Für Wrakas. Einer weniger. Gut. Da sind die Schluss Rechten. Damit. Hm? Mach mal einen Schwinger. Gut.
Hä? Boendil. Komm her, du! Der liegt gerade am Boden. Ja? Boendil, der liegt auch am Boden. Sehr gerne! Ja, zu einfach! Gut, weg. Boendil, Attacke. Hier kommt dein Ende. 40 habe ich. Tungdil. Mhm. Dahin. Auf den Weg. Das bekommt Boendil auch alleine hin. Hm? Boendil. Was denn? Klingensturm. Einer weniger. Gut. Mhm. Tungdil. Weg. Angriff. Ja? Hast du noch Gegner hier hinten? Nö. Dann komm dazu. Bin unterwegs. Und jetzt? Und weiter. Und alle Attacke. Schuss gerne. So. Ihr müsst gar nicht heilen. Ein Abfall. Ihr müsst noch 5 Gegner kaputt hauen. Da oben sind genug. Bin unterwegs. Attacke. Oh, das ist Pech für dich. Wo ist der Nächste? Und da. Sehr gerne. Er hat sich ja kaum gewehrt. Ein Abfall. Wo ist der Ich Nächste? Hab gar nicht so fest zugeschlagen. Einer noch. Oh, das ist Pech für dich. Hab solche Kreatur. Ja, das war's. Hier. Was waren das für Viecher? Vorsichtig, als würde er befürchten, angesprungen zu werden, piekst Goimgar eine der toten kleinen Kreaturen mit seinem Schwert. Hast du noch nie deinen Pass verteidigt, Schimmerbärtchen? Das sind Boglins. Klein, hässlich, stinkend, feige. Kommt dir das bekannt vor? Goimgar blickt wütend zu Boendil und will etwas erwidern, doch Namora ergreift das Wort. Sie ähneln kleinen Orks. Sie sind noch primitiver und machen ihre körperliche Schwäche durch ihre schiere Anzahl wett. Sie leben hier überall in Höhlen. Während sich die anderen über Boglins unterhalten, untersuchst du einen verzierten Ochsenschädel, den die Orks bei sich hatten. Der wurde nicht von ihnen gefertigt und sieht irgendwie wichtig aus. Du steckst ihn ein. Apropos einstecken, mein Lieber. Level up bei Bafragor. Hihihi, das ist Bafragor. Er sitzt auf seinem eigenen Hammer. Was für ein Satz. Nicht drüber nachdenken. Du bist Level 8. Bei dir darf ich was auswählen. Erdbeben. Gegner in gerader Linie vor Bafragor werden betäubt, oder? Drachenatem. Bafragor entzündet das Gebräu aus seinem Trinkschlauch und kann damit Gegner im Halbkreis vor sich in Brand setzen. Das ganz rechts ist wahrscheinlich der Schaden. Oder? Tja, was ist besser? In Brand setzen. In Brand setzen klingt lustig. Mach mal in Brand setzen mit so Betäubungssachen, das habe ich ja schon. Also das da. Und dann finden die Helden eine weitere Elfenbeinfigur, 85 Goldstücke, schlappe 6 Proviant und einen großen, dicken, blauen Rüstungstrank. Und genau 2400 Goldstücke. Wie habe ich das gemacht? Wow, bin stolz auf mich. Und ihr seid das vielleicht auch. Und im nächsten Teil schaltet ihr dann stolz wieder ein, wenn es mit den Zwergen weitergeht in Richtung Gehe weiter. Bis dahin.